pedal is good. Radio amor. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Die Helden nahmen die Verfolgung des Albtraumprinzen wieder auf. Doch sie verloren bald die Spur und Celius war nirgends zu sehen. Im Schein der späten Morgensonne stießen die Helden auf einen Birkenhain, auf dem noch mehr Albträume ihr Unwesen trieben. Immerhin ist Celius in einen einladenden Teil des Waldes geflohen. Ah, hübsche Abwechslung. Nach Regen und Ruinen. Und die goldenen Blätter erinnern mich so schön an Gold. Ich habe also doch einen grünen Daumen. Thank you.
alter Dachse. Da hat ja jemand wirklich schräge Träume. Oh, bitte! Helft mir doch! Die grässlichen Kreaturen sind in meinen Garten gestürmt und verwüsten alles. Wenn ihr die Samen meiner geliebten Blumen rettet, könnte ich sie wieder aussehen. Wir sind euch gern zu Diensten. Wir halten die Augen danach offen, wenn wir unseren vermissten Prinzen suchen. Oh, vielen Dank. Bälle scheinen gerade schwer in Mode zu sein. Thank you.
Oh, nanu. Ich habe ganz fest an meinen Schild gedacht und plötzlich habe ich noch einen. Wie interessant. Das muss eine Nebenwirkung dieser wilden Traummagie sein, die durch den Wald flutet. Moment mal, sind wir im Dachsbau nicht bösen Igeln begegnet? Meinst du, wir pflücken vielleicht Blumen des Bösen? Ach, nur weil der Dachs von bösen Igeln träumt, heißt das nicht, dass alle Igel böse sind. Thank you.
Klatschmohn war leicht zu finden. Zwei Blumen fehlen noch. Kommen all die bösen Dachse her. Das müssen die Albträume des Igels sein. Ich schätze, der Dachs und der Igel können sich nicht besonders leiden.
Amadeus? Soja? Ich bin bereit. Zeit für einen majestätischen Kistenturm. Und einem Traumschild. Und meinem Seil. Mehr Samen für unsere Sammlung. Das muss die weiße Midsommerrose sein. Hübsch, aber nicht so hübsch wie Diamanten.
Hier die letzte Blume, die orange Trollkugel. Trollkugel? Die Blume sieht gar nicht aus wie ein Troll. So gütig. Ich kann euch nicht genug danken. Wenn ihr den Albtraumprinzen sucht, ich glaube, er ist unterwegs zu den Seen des Nordens.